Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Nachhaltig leben mit Stricken. Oder unstricken. So. Und wir sind hier auf dem Schrottplatz, weil wir eigentlich noch Kleinigkeiten, also Kleinteile bräuchten für unser weiteres Vorgehen, unsere Wohnung komplett aus selbstgemachten Dingen auszustatten. Und jetzt begrüßen wir erstmal diese, wie heißt du? Blossom Greenberg. Blossom Greenberg. Und eigentlich müssten wir auf die Toilette und mal ein bisschen duschen, aber egal. So. Ja, ja, ist ja gut. Und zwar wollte ich dir ein Geschenk machen und hoffen, dass das gut ankommt. Nee, unsere Upgrade-Teile kriegst du nicht. Ich wollte eigentlich dir diesen Teppich hier schenken. Verschenken, ja. Dieser ist sehr schön, dieser Teppich. Oh cool, sie freut sich. Geil, das ist ja toll. Und dann fehlt uns nur noch eine Strickarbeit. Kannst du eigentlich auch hier draußen stricken? Ich meine, ja, vielleicht sollten wir auch lieber nach Hause düsen. Weil er muss halt tatsächlich auf die Toilette. Wir können hier Blossom vielleicht mal mit zu uns nehmen. Einfach, sie ist mir irgendwie sympathisch. Na gut, abgesehen davon, dass sie dieselbe Frisur hat wie Lea. Die wird sich auch denken, wieso bringst du die mit? Nur weil die dieselbe Frisur hat wie ich? Da, danke. Jetzt hör mal, Andy. Wir sind doch hier, damit du das genau erledigen kannst. So, du bist angespannt. Möchtest du dagegen nicht was tun und mal die Äpfel hier einpflanzen? Und vielleicht allgemein dich, ja. Was ist mit euch denn? Ihr seid aufgebracht, immer noch. Und wie beruhige ich die jetzt? Einfach mal in Ruhe lassen, oder was? Na gut, wo ist sie denn? Ich habe sie doch mitgenommen. Ach, guck mal, hier steht ein Fahrrad. Ist das nicht unser Fahrrad? Das ist doch unser Fahrrad. Dann hol dir das mal in dein Inventar zurück. So, dann kannst du das hier alles noch pflegen. Da haben wir eigentlich alles erledigt. Du müsstest dann jetzt auch mal auf die Toilette, was ja kein Problem ist. Und dann werde ich mal gucken. Das ist selbst gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das ja eigentlich brauchen. Vielleicht können wir das ja in unser Inventar packen und dann recyceln. Das braucht auch keiner. Ja, ich weiß, der Raum ist zwar dann ein bisschen leer, aber dafür können wir ja selber dann Deko machen. So, den Stuhl, den würde ich gerne behalten. So, dann können wir da vielleicht die Couch hinstellen. Dann können wir von da unten unter Umständen das Büro hier oben hin verlegen. Am besten so, genau. Und dann können wir hier dann noch einen Teppich hinlegen, wenn wir noch einen machen. Und dann Wanddeko und halt. Und dann ist unten dieser Raum frei.
Da ist halt die Frage, was machen wir da draus? Ob das dann so eine Art Küche wird und hier dann tatsächlich nur Esszimmer und Wohnzimmer ist, damit das hier ein bisschen auseinander dingst. Mit so einem Durchgang vielleicht. Oder bist du jetzt eigentlich wieder selbst gemacht, weil Strickarbeit verschenkt hat? Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass du duschen gehst, weil das geht schneller. Bist du jetzt gleich wieder gestochen? Ja. Das sind doch bescheuerte Bienen. Die stehen da sehr ungünstig, muss ich ehrlich sagen. Ob die von da hinten auch angreifen können? Da könntest du auch mal ein bisschen pflegen. Okay, da gibt es nichts zu pflegen. Dann können wir alles verkaufen. So, du hast dein Fahrrad geholt. Dann sammeln wir doch gerade mal den Soja-Dings ein. Da hinten ist volle Ladung an der Tafel. Irgendwie konnte ich auf dem Schrottplatz was anderes noch für abstimmen. Ich muss da doch noch mal hin. Das hat mich jetzt mal interessiert, was ich da eigentlich machen kann. Hafengebiet sind wir gewesen. Und ich habe Deponie. Ja, ist ja eine Mülldeponie, ne? So, irgendwie. Naja, egal. Ich fahre da jetzt hin und guck mir noch mal da die Tafel an, weil da gab es irgendwas mit Projekten. Was wir an unserer Tafel gar nicht machen konnten. So, das interessiert mich. Hä? Ach, da ist die Tafel. Hier, für Gemeinschaftsflächenprojekte abstimmen. Der ist gar nicht bei uns mit drin, ne? Oder habe ich den jetzt übersehen? Naja, ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Vielleicht ist da ja auch mehr noch drin. Ja, genau. Ein Ort voller Möglichkeiten für die lokale Gemeinschaft. Arbeitet zusammen. Dann sind Veränderungen nötig, um diesen Ort nach den Wünschen der Bewohner zu gestalten. Marktgelände. Mehr gibt's nicht? Gemeinschaftliche Garten. Du suchst einen Ort, an dem du das Züchten und Kultivieren von Pflanzen üben kannst. Im gemeinschaftlichen Garten können alle Nachbarn. Das wäre doch eigentlich eine Idee. Fertigungsareal, eine Gemeinschaftsfläche, auf der sich Nachbarn treffen können, um zu handwerken und zu recyceln oder Aktivitäten wie der Kerzenherstellung, dem Aufsprudeln oder Malen nachzugehen. Gemeinschaftsmerkmal, auf dem Handwerker und Hersteller ihre Waren zum Kauf anbieten können. Das wäre natürlich auch genial, weißt, wo man dann seine Sachen anpackt. Und was ist das im Moment? Voller Möglichkeiten für die lokale Gemeinschaft. Arbeitet zusammen, denn es sind Veränderungen. Kann ich auch mehrere Sachen haben? Dann bin ich mal gespannt, was davon dann. Ich gebe jetzt auf alle. Weil ich das beides, alle drei ziemlich toll finde. Und dann bin ich mal gespannt, was da dann draus wird. Und das haben wir ja schon gemacht. So, dann haben wir das auch gemacht. Kann ich da noch was abstimmen? Da wurde schon abgestimmt, ne? 71, glaube ich. Das heißt nicht genug Punkte. Ach so, zum Abstimmen ist ja in Ordnung. Dann bin ich mal gespannt, wann wir dann den grünen Fußabdruck hier hinkriegen. Im Moment ist er ja noch neutral, aber das kann ja noch alles werden, ne?
Kannst du hier noch ein bisschen Teile plündern? Das ist mein Müll. Und dann kannst du ihn wegwerfen. Oh, ich wollte da drin rumwühlen, du Blödmann. Jetzt bist du wieder. Was ist denn bei dir eigentlich schlechte Umgebung? Ja. Wir wollen ja dafür sorgen, dass. Könntest du jetzt mal bitte fertig werden? Dann nehmen wir den halt mit nach Hause. Und dann wühlen wir den zu Hause durch. Das ist doch gar kein Problem. So, dann gib mir den Müll mal her. Wo ist denn der Müll? Da. Und. Ach nee, den könnten wir auch recyceln, oder? Daran habe ich gar nicht gedacht. Recyceln. Was können wir denn hier dran? Annie muss folgende. Ja, und was macht dann das Verstärkte? Ja, dann nehme ich lieber dann mit die umweltfreundlichen, damit das dann noch ein bisschen umweltfreundlicher ist, ne? So, Beistelltisch, die können wir recyceln. Oder den einen zumindest. Das da wollte ich eigentlich. Die beiden. Das da, das. Okay, fangen wir halt von unten an. Den brauchen wir noch. Das da können wir recyceln. Die Speisereste können wir recyceln. Das da. Von mir aus das auch. Polsterhocker muss jetzt nicht sein. Müllhaufen. Ja, das Fahrrad brauchen, können wir eigentlich behalten. Und den da wollte ich recyceln. Da. Und dann hoffe ich mal, dass wir daraus dann gescheit Dinge wieder kriegen. Damit wir dann auch, ja. Zeugs haben zum selber herstellen und dann hier hinstellen, ne? Mein Bücherregal haben wir schon angefertigt. Beistelltische haben wir noch nicht. Ich dachte, wir hätten das schon. Ja, doch, hier. Da ist doch einer. Und da ist auch eine Lampe dazu. Und ansonsten haben wir noch nix. Gut. Dann bräuchten wir aber trotzdem noch einen Beistelltisch. Und was können wir denn noch so alles machen? Gartenstuhl wäre natürlich. Dann könnten wir das hier. Wir könnten theoretisch diese Sitzgruppe hier recyceln. Und dann daraus dann Gartenstühle machen. So, wie viel haben wir denn gekriegt? Oh ja. Aber jetzt will er natürlich schlafen gehen, okay. Weil sonst kriegt er ja auch nichts hin, ne? So, du bist noch am Garten pflegen. Das dauert immer so Ewigkeiten. Und dann wechselt sie immer unten und dann oben und dann unten wieder. Ja, seitdem der Andy keinen Job mehr hat, ist er auch viel entspannter. Du hast Hunger, okay. Und dann willst du dir was Schlechtes irgendwie. Ja, nee. Ach, wenn das unbedingt sein muss. Ja, aber die Idee, dass hier hinten dann die Küche hinkommt, kann man die ein bisschen, ja. Kann man eigentlich einen eigenen Kühlschrank herstellen? Ich glaube eher nicht, ne? Du kannst schon alles, glaube ich. Das ist auch nicht unsere eigene Pergola, ne? Das heißt, warte mal. Komm,
Wir tun die mal in unser Inventar. Und dann recyceln wir das. Und dann stellen wir unseren eigenen Kram dahin, den wir hergestellt haben. Ah, ich glaube, das ist keine so schlechte Idee. So, du bist traurig. Warum? Weil du einsam bist. Okay, dann müssen wir da auch mal wieder was tun, dass ihr mehr Zeit miteinander verbringt. So, du kannst ja ruhig... Weil er ist nämlich auch sozial ein bisschen im gelben Bereich, was ja auch nicht so schön ist. Wie wär's, wenn du dir dann auch was nimmst? Und du wartest jetzt mal einen kurzen Moment ab. Du könntest ja in der Zwischenzeit mal hier ein bisschen sauber machen. Und dann kannst du kurz warten mit dem Essen? Weil dann könntet ihr euch unterhalten. Und du musst jetzt nicht... Hey Lea, wie geht's? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist und möchte dich gerne kennenlernen. Ja, okay, kannst du ihm meine Nummer geben. Wenn der... Nee, du bleibst jetzt da. Und dann unterhaltet ihr euch mal. Um Rat bitten. Von Stadtplanung schwärmen. Über Probleme beschweren. Tag verschönern. Ihr könnt auch dabei ruhig sitzen bleiben. Ein Flohmarkt. Wäre das nicht die perfekte Gelegenheit, zusammen was zu unternehmen? Da stand doch eben Lea ablehnen. Warum sollten wir das tun? Von Herstellung schwärmen, über Interessen reden, kennenlernen. Also als Ehepaar machen die ja nicht so viele Sachen zusammen. Aber jetzt sind sie wenigstens beide glücklich, beziehungsweise sie ist inspiriert. Lea wurde durch das Gespräch mit Andy über die Herstellung nicht inspiriert. Gut, in der Herstellung kannst du was mit Tuning-Teile für Elektrogeräte anfangen? Lea hat die Anleitung für die Herstellung von Tuning-Teilen für Elektrogeräte freigeschaltet. Das ist doch praktisch. Wohin geht ihr denn jetzt? Ich weiß, ihr wollt euch unbedingt um den Garten kümmern. Das ist ja auch sehr wichtig. Aber wie wäre es, wenn wir noch zusammen zum Flohmarkt gehen? Dich nehme ich mit. Die anderen drei, die müssen jetzt nicht unbedingt mit dabei sein. Aber da gibt es doch bestimmt auch dann Dinge, die man kaufen kann und recyceln kann. Dann hätten wir genug, dass man zumindest mal für den Garten so ein paar Gartenmöbel machen kann. Und stricken müssen wir eigentlich auch noch mit Andy, dass der noch mehr Dinge verschenken kann. Eine Sache verschenken müssten wir und noch 10 ausgezeichnete Sachen stricken. Jetzt mal eins nach dem anderen. Wenn denn jetzt endlich mal hier der Flohmarkt angezeigt wird. So. Da kann man sich doch was Günstiges... Also sowas hier zum Beispiel. Und die hier. Und die könnte man mitnehmen. Und die da. Kostet zwar auch alles Geld, aber wir müssen ja auch nicht die ganz teuren Sachen mitnehmen, sondern die günstigsten
Und dann kann man die ja recyceln. Die da holst du. Och nö, fährst du jetzt schon wieder mit dem Fahrrad? Jetzt kommt er nicht mit dem Fahrrad. Doch, er fährt mit dem Fahrrad. Oh Mann. Du bist richtig gut. So, was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's die Schneekugeln. So, dann könntest du ja theoretisch auch die Mülltonne durchwühlen. Das hilft doch bestimmt auch. Da drin kannst du auch wühlen und hier kannst du auch wühlen. Essen bestellen, Essen bestellen. Und hier kannst du mal eine Münze werfen. Und hast du was gefunden? Ja, auf jeden Fall Dinge für zum Sachen herstellen. Wie, du kommst ja an die Mülltonne nicht ran. Das versuchen wir gleich noch. Verarsch mich nicht, Junge. Die können wir noch mitnehmen. Den da lassen wir stehen. Die da brauche ich eigentlich nicht so. Ah, guck mal. Und hier sind die zwei Sachen auch weg. Und wir könnten natürlich mit Andy auch malen. Das habe ich mir auch überlegt. Kerzen können wir eigentlich selber herstellen. So, ansonsten gibt es hier nichts zum Wühlen, ne? Keine Mülltonne. Nichts. Zumindestens. Ah, warte mal. Was mit denen? Kannst du denn wenigstens nach Zutaten wühlen? Ja, das geht anscheinend. Ist das dann für alle Mülltonnen? Was möchtest du mit Lea plaudern? Ja. Andy hat gesucht und gewühlt, aber nichts Bemerkenswertes gefunden. Ja, das gilt dann für alle. So, jetzt umarmen wir dich mal liebevoll, nachdem wir im Müll gewühlt haben. Ist bestimmt angenehm. Und dann bejubeln wir dich noch. Ja, hast du die jetzt bejubelt oder nicht? Bejubeln. Du sollst. Hallo. Okay, sie muss aufs Klo. Eine Münze für Glück und Erfolg. Dasselbe könntest du ja eigentlich auch machen, ne? Da, eine Münze werfen. So. Und dann könnten wir eigentlich den Flohmarkt verlassen und ich müsste sowieso jetzt mal so nach und nach einen Cut machen, ne? So, wie haben wir denn immer noch neutral? Aber ich denke mal, mit der Abstimmung, die wir gemacht haben, kann das hier eigentlich auch nicht mehr lange dauern, bis das hier grün wird. Na also gut. Dann, meine Lieben, mache ich hier jetzt einen Cut und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss.